Es ist unmöglich, von Retro-Hörspielen nicht gefesselt zu sein. Quatsch, ich bin noch nicht bei Alice. Ich liege einsam und verlassen in meinem Bett und würde noch wunderbar schlafen, wenn du mich nicht geweckt hättest. Es tut mir leid, Alice. Ich habe ja akzeptiert, dass du hin und wieder zu Alice gehst. Aber es lässt mich nicht schlafen. Es ist Sonntag und ich bin schon seit 6 Uhr früh wach. Ja, wir Frauen sind wirklich komische Geschöpfe. Misstrauisch, immer zu misstrauisch. Kannst du jetzt nicht hierher kommen? Wie spät ist denn? Ist da 10, hä? Ja, ist kurz vor 10. Um 11 habe ich eine wichtige Verabredung, ja, wegen der Wohnung. Ja, eine Eigentumswohnung. Ja, halt mir lieber die Daumen, dass endlich mal was klappt. Ja, durch. Wann sehen wir uns? Ach, du gehst nachher zu Alice. Wie lange bleibst du dort? So kurz wie möglich. Wenn ich es einrichten kann, dann schaue ich nachher bei dir vorbei. Du, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Sonst komme ich zu spät. Ja, ciao. Ciao, Vera. Ich will nicht den ganzen Tag da sitzen und auf dich warten. Verstehst du? Ich will's einfach nicht. Aber Liebling, wer sagt denn, dass du auf mich warten sollst? Ja, ich weiß. Ich brauche nicht zu warten. Aber ich tu's trotzdem. Das ist ja das Erniedrigende. Nimm es nicht so tragisch, das Leben ist hart. Ich muss arbeiten, auch am Sonntag. Ich weiß. Aber jedes Mal kommst du und sagst, aus dem Geschäft ist wieder nichts geworden. Entschuldige, was kann ich denn dafür, wenn es nicht klappt? Du, also ich tue nun wirklich mein Bestes, kannst du mir glauben. Du, ich glaub dir das auch. Aber mittlerweile habe ich schon so viel Geld investiert. Moment, keine Sorge, das Geld ist prima angelegt. Ja, mündelsicher und du kriegst es wieder beim ersten Abschluss. Alex. Kannst dich drauf verlassen. Alex, weißt du, was so schlimm ist? Nachts, wenn ich allein bin, dann... Ich verliere plötzlich alles Vertrauen. Ich fühle mich so unsicher. Ich... Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Du, warum quälst du dich? Beim ersten Geschäft, das ich mache, kriegst du dein Geld zurück. Alles ist okay. Er ist tot. Ist er auf der Treppe gestürzt? Ja. Ich habe den Sturz gehört. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gerichtsmedizinische Institut sagt, die Verletzungen, die Bergemann sich beim Sturz zugezogen hat, waren unerheblich. Bergemann wurde vergiftet, wahrscheinlich mit gifthaltigem Konfekt. Der genaue toxologische Befund steht noch aus. Bei wem war er zuletzt? Bei wem war er zuletzt in dem Haus, meine ich? Bei Alice Zello in der zweiten Etage. Die Dame scheint mit ihm befreundet gewesen zu sein. Jedenfalls nach Aussage von Frau Hellwig im ersten Stock. Vor ihrer Tür wurde Bergemann gefunden. Guten Tag. Fräulein Zello? Das bin ich nicht. Fräulein Zello ist krank. Kann ich Sie trotzdem kurz sprechen? Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Ja, bitte. Kommen Sie rein. Danke. Bitte? Guten Tag. Das ist Fräulein Zello. Ich bin Vera Matthiesen, Ihre Freundin. Fräulein Zello, mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Wissen Sie, Fräulein Zello, ich kann vollkommen verstehen, dass Ihnen jetzt nicht nach Unterhaltung zumute ist. Trotzdem möchte ich Sie bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich will es versuchen. Wie lange war Herr Bergemann gestern bei Ihnen? Nur kurz. Wir wollten erst abends zusammen ausgehen. Was verstehen Sie unter kurz? Ungefähr eine halbe Stunde. Hat er während dieser Zeit irgendetwas gegessen? Warum fragen Sie das?
Ist das so wichtig? Ja, sehr wichtig. Er hat gar nichts gegessen. Gar nichts. Nur vielleicht ein Stück Konfekt, eine Praline. Ich habe gar keinen im Haus. Wie standen Sie zu Herrn Bergemann? Alex und ich, wir wollten heiraten. Im Sommer sollte die Hochzeit sein. Es war schon alles vorbereitet. Sein Tod war ein solcher Schock für sie, dass sie heute nicht ins Büro gehen konnte. Ich bin auch zu Hause geblieben, damit sie keine Dummheiten macht. Ja, natürlich. Das verstehe ich vollkommen. Ja, Frau, dann will ich Sie jetzt nicht länger stören. Vielleicht unterhalten wir uns ein andermal, wenn es Ihnen wieder besser geht, nicht wahr? Wiederschauen. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe Sie raus. Dankeschön. Wiederschauen. Sag mal, was wollte der eigentlich? Kannst du mir das erklären? Warum hat er denn dauernd gefragt, ob Alex was gegessen hat? Was kann das denn bedeuten? Keine Ahnung. Aber ihr müsst doch irgendeinen Grund dafür gehabt haben. Vielleicht wurde Alex vergiftet. Was? Aber er kann doch unmöglich annehmen, ich hätte Alex vergiftet. Die Polizei muss erst einmal alles annehmen. Das gibt's doch nicht, das ist doch unmöglich. Das gibt's doch nicht. Was regst du dich denn so auf? Hauptsache ist doch, du hast zu dem Kommissar die Wahrheit gesagt. Du hast doch die Wahrheit gesagt. Bist du verrückt? So, nun sei friedlich und leg dich wieder hin. Ach, Vera, wie soll das alles bloß weitergehen? Ich glaube, ich kann ohne Alex nicht leben. Er rührte sich gar nicht von der Stelle, als sie ihn da liegen sah. Ich habe ihr gesagt, dass sie den Notarzt holen soll, aber ich glaube, der hat mich gar nicht verstanden. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie dann endlich zum Telefon rannte. Wie erklären Sie sich das Zögern? Ja, erklären? Das kann ich mir auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass mir das auffiel. Kennen Sie Fräulein Sello näher? Nein, nein, nur so vom Sehen hier vom Haus. Ja, einmal, als mein Mann verreist war, da kam sie zu mir. Ihr war die Butter ausgegangen. Ich habe sie dann hereingebeten und habe mit ihr ein Glas Wein getrunken. Und wie kam sie Ihnen damals vor? Ja, die gab sich sehr selbstsicher. Ich weiß nicht. Eigentlich hat sie mir leid getan. Wissen Sie, das ist eine Frau, die möchte, dass alle sie gern haben. Dabei fällt es einem gar nicht so leicht mit ihr, verstehen Sie? Warum? Ja, ich glaube, dass sie in Wirklichkeit ganz unsicher ist. Deshalb hat sie wahrscheinlich auch so viele Männer gewechselt. Ach, sie hat die Männer gewechselt? Ja, bis dann die ganz große Liebe kam. Der Herr Bergemann. Herr Bergemann, ja. Was hielten Sie von Herrn Bergemann? Ja, nein, da möchte ich mir kein Urteil erlauben. So. Nein, Sie werden sich überhaupt schon wundern, dass ich Ihnen so viel über diese Dame erzähle. Aber nein, ist doch meine Schuld, ich habe Sie doch gefragt. Also Bergemann, der wird übrigens allgemein der schöne Alex genannt, war ein professioneller Herzensbrecher. Und was steht in seinen Papieren? Ja, da führt man ihn als Wohnungsmakler. Aber er hat kein Büro. Und wir haben nirgends Unterlagen über irgendeine Aktivität auf diesem Gebiet gefunden. Wie sieht's mit seinen Finanzen aus? Prima, ganz prima. Da drüben. Wir haben seine Bankauszüge geprüft. Der hatte sogar einen prämienbegünstigten Sparvertrag. Tja, wenn es um das eigene Geld ging, war er ein ausgesprochen vorsichtiger Anleger. Womit verdient er das Geld denn? In erster Linie mit Anleihen oder mit Geschenken, die er von Frauen bekam. Von der Sello hat er 10.000 Mark gekriegt. 10.000 Mark von der Sello? Das ist allerhand. Und wie lernte er die Damen kennen? Durch Annoncen. Gut aussehender Junggeselle, wünscht Bekanntschaft mit alleinstehender Dame über 30, spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Ja, das kennt man. Ja, diese Inserate gibt es in den verschiedensten Versionen. Alle einigermaßen seriös. Alle auf die reifere Jugend gemünzt und alle unter einer Schiffe aufgegeben. Er bestellte die Damen meistens in den Treffpunkt der einsamen Herzen. Das war sein Stammlokal. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich heiße Birgit Lund. Und wer sind Sie? Mein Name ist Köster. Ich bin von der Kriminalpolizei. Wieso haben Sie den Schlüssel zu der Wohnung? Alex hat ihn mir gestern dagelassen. Ich wollte ihn in den Briefkasten werfen, hab's aber vergessen. Ach, klar. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann haben Sie vom Samstag zum Sonntag hier übernachtet. Ja. Und weshalb kommen Sie hierher zurück? Ich habe heute Morgen in der Zeitung über Alex gelesen. Da ist mir eingefallen, dass es da ein paar Fotos von mir gibt, die ich ihm nur geliehen hatte. Die möchte ich mir jetzt holen. Ja, das ist doch verständlich. Bitte such doch mal von Lund die Fotos daraus, ja? Und Sie haben also gestern mit Herrn Bergemann hier gefrühstückt. Wir haben beide nur eine Tasse Kaffee getrunken. Nichts gegessen? Nein. Herr Bergemann hat vor Ihnen die Wohnung verlassen? Ja. Wann war das ungefähr? Er hatte um 11 irgendeine wichtige Verabredung. Um 11? Ich glaube, er wollte einem Interessenten eine Eigentumswohnung zeigen. So, bitte. Ah. Oh, Sie sind aber sehr fotogen, Fräulein Lund. Das ist mein Beruf. Davon lebe ich. Ach, Sie sind Fotomodelle. Ja. Das ist ja fabelhaft. Da haben Sie ja noch die Chance, ein Weltstar zu werden. Viel Glück. Danke. Wir brauchen noch Ihre Adresse. Martin, machst du das mal bitte? Wiedersehen. Und, hallo. Ja. Habt ihr in den Papieren von Herrn Bergemann einen Terminkalender gesehen? Ja. Dann schau doch mal nach, mit wem er gestern um 11 Uhr verabredet war. Um 11 Uhr, Madeleine Wernhagen, Waldhausstraße 12. Ja, bitte? Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er am Sonntag um 11 Uhr eine Verabredung mit Ihnen hatte. Richtig. Für seine Verhältnisse war er sogar ziemlich pünktlich. Sie wissen, dass er am selben Tag starb? Ja. Er wurde vergiftet, habe ich gelesen. Würde es Ihnen was ausmachen, uns zu sagen, wie Sie zu Herrn Bergemann standen? Er war mein Mann. Sie war mit ihm verheiratet? Leider. Ich sollte mich für diese Geschmacksverirrung entschuldigen, aber als ich ihn kennenlernte, befand ich mich gerade in einem emotionalen Tief. Ich hatte eine sehr unangenehme Scheidungsaffäre hinter mir. Alex war charmant, liebenswürdig, aufmerksam, ein guter Gesellschafter. Und da er bei mir mehr Geld vermutete als bei seinen anderen Bekanntschaften, zeigte er sich von seiner besten Seite. Wir heirateten. Wann war denn das? Vor ein paar Jahren. Mir wurde natürlich sehr bald klar, was für eine Dummheit ich begangen hatte. Ich wollte die Scheidung, aber Alex spielte den verzweifelten Liebhaber. Ich quartierte ihn aus und nahm meinen Mädchennamen wieder an. Alex versuchte mich zu erpressen. Er verlangte eine unverschämt hohe Summe. Ganz so viel war mir meine Freiheit nicht wert. Möchten Sie? Nein, vielen Nein, Dank. Vielen Dank. Es ist sehr gut. Sie sollten sich's anders überlegen. Wirklich nicht. Das plötzliche Ableben von Alex kam mir sehr gelegen. Das gebe ich ohne weiteres zu. Jetzt bin ich Witwe und habe eine Menge Geld gespart. Mir ist ganz klar, dass ich ein sehr überzeugendes Motiv gehabt hätte, Alex umzubringen, aber ich habe es nicht getan. Ich darf mich verabschieden. Wie lange war Herr Bergemann am Sonntag hier? Er sollte um 11 kommen, erschien eine Viertelstunde später und ging, ich würde sagen, noch eine halbe Stunde. Also um 11.45 Uhr. Das dürfte stimmen. Wie verlief Ihr Gespräch? Wie immer. Er verlangte weiter sein Schmerzensgeld, wie er es nannte. Ich bot ihm eine Summe an, die er unakzeptabel fand. Schließlich wurde er laut und ich musste ihn bitten, das Haus zu verlassen. Wie sind Sie mit ihm verblieben? Wir wollten die Verhandlungen gelegentlich fortsetzen. Hat er, als er am Sonntag hier war, irgendetwas zu sich genommen? Als ich ins Zimmer kam, hatte er sich bereits einen Drink gemacht. Und dann hat er sicher noch ein paar Stück Schokolade gegessen. Er war ein schreckliches Süßmaul. Also, Herr Köster, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne eine Ihrer Angestellten sprechen. Wie heißt sie? Alice Sello. Liegt was gegen Sie vor? Nein. Nur ein paar Routinefragen. Ja, schicken Sie bitte Fräulein Sello zu mir ins Büro, ja?
Danke. Sie haben mich belogen, Fräulein Zello. Ich? Ja. Sie haben gesagt, Herr Bergemann hätte in Ihrer Wohnung nichts zu sich genommen. Er hat aber doch etwas gegessen. Eine Praline. Wenn er wirklich eine Praline gegessen hat, so habe ich es jedenfalls nicht bemerkt. Moment. Sie haben gesagt, in Ihrer Wohnung gab es gar keinen Konfekt. Sagen Sie doch die Wahrheit, Frau Zello. Haben Sie Ihren Verlobten vergiftet? Ich? Ich so? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe Alex sehr, sehr geliebt. Ich hätte ihm nie, niemals etwas antun können. Der toxologische Befund hat ergeben, dass Herr Bergemann mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel vergiftet worden ist. Das Gift wurde wahrscheinlich mit einer Injektionsspritze in die Pralinen getan. Ich hab's geahnt. Was haben Sie geahnt? Ja, er hat Konfekt gegessen. Gleich darauf ist ihm schlecht geworden. Ich habe ihn noch gefragt, ob er nicht lieber da bleiben möchte, bei mir. Aber er ist trotzdem gegangen. Haben Sie ihn vergiftet? Ich habe ihn nicht vergiftet. Aber Freund Zello, Sie können mir doch nicht erklären, dass in Ihrer Wohnung aus purem Zufall vergiftetes Konfekt rumsteht. Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Sie müssen wirklich das Schlimmste von mir denken. Aber genau davor hatte ich ja solche Angst. Also jetzt mal langsam. Habe ich es ja auch nicht zugegeben. Erzählen Sie mal von Anfang an. Ja. Am Samstag brachte der Postbote ein Päckchen. Das war das Konfekt. Wer war der Absender? Da stand keiner drauf. Aber ich war ganz sicher, dass es von meinem Vetter kommt, wie üblich. Er schickt mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Schachtel Konfekt. Also Ihr Vetter schickt Ihnen jedes Jahr eine Schachtel Konfekt? Ja, und am Tag drauf hatte ich Geburtstag. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hat er einfach vergessen, einen Gruß beizulegen. Und dann, am Sonntag, als Alex bei mir war, habe ich die Schachtel aufgemacht, das Konfekt in eine Schale getan. Alex hat ein Stück gegessen und... Was taten Sie dann? Ja, das kann ich gar nicht erklären. Das war einfach eine Kurzschlusshandlung. Ich nahm das Konfekt und warf es in die Toilette und die Schachtel in den Müllschlucker. Warum? Weil ich Angst hatte. Angst, dass genau das passiert, was jetzt eingetreten ist. Dass Sie glauben, ich hätte Alex umgebracht. Ja, dass Sie das Konfekt weggeworfen haben, das war natürlich sehr unklug von Ihnen. Ja, ich weiß. Das ist mir auch alles danach klar geworden, aber da war es schon zu spät. Wenn Ihnen das vergiftete Konfekt wirklich mit der Post zugegangen ist, dann war es ja wohl kaum für einen Bergemann bestimmt, sondern für Sie selber. Ja, natürlich, das weiß ich. Es ist ein reiner Zufall, dass Alex tot ist und nicht ich. Dieser Gedanke verfolgt mich Tag und Nacht. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr richtig arbeiten, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Haben Sie Feinde? Bis jetzt hatte ich immer geglaubt, ich hätte nur Freunde. Könnte der Vetter nicht doch der Absender von dem Zeugs gewesen sein? Nein. Ja, woher wissen Sie das so genau? Es kam ja noch ein Päckchen an. Mit dem Gruß von ihm. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Zello? Ja. Mein Name ist Köster, ich bin von der Kriminalpolizei. Wir versuchen, den Mord an Alexander Bergemann aufzuklären. Das war der Verlobte Ihrer Cousine, Sie wissen das ja wahrscheinlich. Kann sein. Was heißt kann sein? Kann sein, dass ich es gewusst habe. Aber es interessiert mich nicht. Interessiert Sie es nicht, wie es Ihrer Cousine geht? Nee, jetzt nicht mehr. Früher sind Alice und ich befreundet gewesen, aber es ist alles vorbei, längst. Aber trotzdem schicken Sie jedes Jahr zum Geburtstag eine Schachtel Konfekt. Sentimentale Anwandlung. Wann haben Sie den zum letzten Mal gesehen? Vor ein paar Jahren. Wussten Sie, dass sie heiraten wollte? Wir telefonieren manchmal, daher weiß ich's wohl. Was ist denn das für eine Pflanze? Lantane.
Lantane. Das habe ich noch nie gehört. Laden sagt man Wandelröschen. Ach, Wandelröschen, ja. Ja, ihre Cousine behauptet, am Samstag mit der Post eine Schachtel Konfekt erhalten zu haben, von der sie annahm, sie käme von Ihnen. Das Konfekt war mit einem Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel vergiftet. Herr Bergemann aß ein Stück davon und starb innerhalb von wenigen Minuten. 2 Tage nach ihrem Geburtstag erhielt ihre Cousine wieder eine Schachtel Konfekt, ohne Gift. Diesmal war ein Gruß dabei, von Ihnen. Ich kann Ihren komischen Gedankengängen nicht folgen. Ich habe alles kein vergiftetes Konfekt geschickt. Es wäre doch vollkommen hirnverbrannt gewesen, ihr erst eine Schachtel vergiftetes Konfekt zu schicken und dann noch eine andere hinterher. Na, ich würde es nicht hirnverbrannt finden, sondern clever. Wenn man aus der Zeitung erfahren hat, dass Alicello den Anschlag überstanden hat, schickt man noch eine harmlose Packung Konfekt hinterher. Wäre logisch gehandelt, finden Sie nicht? Dankeschön, Herr Sello. Wiederschauen. Vor den Augen der Polizei stehst du jetzt als Lügnerin da. Meinst du, ich weiß das nicht? Aber ich hab's einfach nicht geschafft. Ich brachte es nicht fertig. Ich konnte es nicht. Verstehst du das nicht? Ich schon, aber ob's die Polizei versteht? Sag mal, willst du mir Angst einjagen oder was soll das Ganze? Das ist, wie soll ich sagen, Strategie, sich in die Denkweise des Gegners zu versetzen. Ich will dir doch helfen. Entschuldige bitte, aber davon merke ich nicht viel. Natürlich will ich dir helfen. Dann sag mir bitte, was ich jetzt tun soll. Vielleicht aus dem Fenster springen? Unsinn. Das kannst du gar nichts mehr tun. Du kannst nur hoffen, dass die Polizei den echten Täter findet. Den, der dich vergiften wollte. Du, kannst du dir vorstellen? Der Gedanke macht mich ganz wahnsinnig. Dass es da irgendjemanden gibt, der mich umbringen will. Manchmal denke ich, ob es nicht vielleicht doch Werner war. Dein Cousin? Hm. Der arbeitet in der Stadtgärtnerei. Die haben natürlich alle möglichen Gifte. Was hätte der für einen Grund? Weißt du, Werner hat mir damals so eine Art ewige Treue geschworen. Ich habe das damals natürlich nicht ernst genommen. Aber vielleicht war ihm doch ernst damit. Davon hast du mir ja auch nie was erzählt. Als ich Alex kennenlernte, konnte ich Werner plötzlich nicht mehr ertragen. Ich habe Schluss gemacht. Das hat er mir damals sehr übel genommen. Wir können reden, worüber wir wollen. Wir kommen immer wieder auf Alex zu sprechen. Wir beide heute vielleicht glücklicher sein würden, wenn wir ihm nie begegnet wären? Ich bestimmt nicht. Ah, Sie haben Besuch. Sie kennen ja meine Freundin Vera bereits. Ja, natürlich. Guten Tag, meine Frau. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Frau Lenzello, ich habe hier leider einen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Warum denn? Das ist Routine, reine Routine. Wenn Sie erlauben, wird sich mein Kollege Heimann ein bisschen bei Ihnen umsehen, ja? Ich verstehe nicht, was soll denn das Ganze? Ich bin müde. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich auch. Es dauert nicht lange. Vielleicht fangen wir mit der Küche an. Wo ist denn die Küche, bitte? Ich zeig sie Ihnen. Fräulein Sello, ich möchte gern, dass Sie dabei sind, ja? Bitte kommen Sie. Wozu benutzen Sie das, Fräulein Sello? Was ist denn das für eine Flasche? Das sehe ich heute zum ersten Mal. Was soll denn da drin sein? Laut Aufschrift eines der giftigsten Schädlingsbekämpfungsmittel, die es gibt. Was soll das heißen? Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist, diese Flasche stand gestern noch nicht in meinem Schrank. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wollen Sie sich nicht setzen? Dankeschön. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Wir wussten immer, wo Sie sind. Wie aufregend. Und ich habe nichts gemerkt. Ich scheine Ihnen Rätsel aufzugeben. Das tun Sie. Ich muss Sie enttäuschen. Obwohl ich ein überzeugendes Motiv gehabt hätte, habe ich Alex nicht umgebracht. Das würden Sie auch sagen, wenn Sie es getan hätten. Natürlich. Da haben Sie ganz recht.
Es muss sehr frustrierend sein, wenn man einem so verdächtigen Menschen wie mir die Tat nicht beweisen kann. Das werden wir erst noch sehen, ob wir es Ihnen beweisen können. Darf ich Sie fragen, was Sie hier machen? Ich rechne. Womit? Ich rechne aus, wie viel ich von Alex erbe. Also Sie beerben Herrn Bergemann? Ja. Da er sich wohl für unsterblich hielt, hat er kein Testament gemacht. Ich bin seine angetraute Ehefrau. Andere Erben gibt es nicht. Wie angenehm für Sie. Alex besaß viel mehr Geld, als ich ahnte. Geschickt angelegt hat er es auch. Frau Bergemann, das Geld, das Sie erben wollen, stammt von Frauen, die sich überhaupt nicht leisten konnten, Herrn Bergemann zu unterstützen. Aber Sie haben es trotzdem getan. Freiwillig. Das war Ihre eigene Dummheit. Von dieser Dummheit waren Sie auch befallen, wenn ich nicht irre. Zugegeben. Deshalb bin ich richtig gerührt, dass mir Alex durch seinen Tod viel von dem zurückzahlt, was er mich gekostet hat. Jetzt werden Sie bestimmt sagen, wieder ein Tatmotiv. Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Wieso haben Sie eigentlich auch einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Ich bin nicht eingebrochen, Herr Kommissar. Die Wohnung gehört mir. Ich habe sie gekauft und möbliert. Alex durfte sie lediglich benutzen. Und Sie haben ihn auch manchmal hier besucht. Ja. Es war nicht ganz leicht, sich Alex abzugewöhnen. Er hatte seine Qualitäten. War das nicht ein neurotisches Dilemma für Sie? Richtig. Auch das hat seinen Tod gelöst. Noch ein Tatmotiv, werden Sie sagen. Aber es nutzt Ihnen nichts. Guten Abend, liebe Anna. Guten Abend. Ich hatte dich schon aufgegeben. Ja, entschuldige, es ist spät geworden. Und gib mir deinen Mantel. Nein. Nein? Willst du irgendwas essen oder trinken? Nein, ich möchte dir einen anderen Vorschlag machen. Und zwar? Mit mir auszugehen. Was, jetzt noch so spät? Wohin? Ja, in den Treffpunkt der einsamen Herzen. So einsam fühle ich mich eigentlich gar nicht. Ich auch nicht, aber... Ist also beruflich? Ja, ich habe dir doch von dem Fall Bergemann erzählt. Mhm. Da hat sich vor seinem Tod heute Abend um 10 Uhr dort eine Dame hinbestellt. In den Treffpunkt der einsamen Herzen und die möchte ich mir gerne mal ansehen. Mhm. Mach ich mich schnell fertig. Ja. Und wie willst du die erkennen? Die soll an einem Tisch sitzen... Mit einem Schild Venedig. Ach, dann sind Sie der Herr, der die Annonce aufgegeben hat? Nein, der bin ich nicht. Der Herr, der die Annonce aufgegeben hat, der kann leider nicht kommen. Warum nicht? Haben Sie in der Zeitung über den Fall Bergemann gelesen? Ja, das ist doch der Mann, der von seiner Verlobten umgebracht worden sein soll. So ist es. Das ist der Herr, der ihn geschrieben hat. In der Annonce stand doch spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Herr Bergemann war verheiratet. Das wussten seine verschiedenen Verlobten allerdings nicht. Hallo. Hallo. Hier Alisello. Ich möchte bitte Herrn Kommissar Köster sprechen. Was wollen Sie denn von ihm? Ich muss ihn dringend sprechen. Bitte. Ja, was denken Sie sich denn eigentlich? Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Das ist sehr wichtig. Es handelt sich um den Mordfall Bergemann. Ich muss Herrn Köster sprechen. Ich muss unbedingt Herrn Köster sprechen. Ja, jetzt geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer, Frau Zello. 14. Ja? 03. Ja? 62. Habe ich. Ja, ich sage Herrn Köster Bescheid. Wenn er mit Ihnen sprechen will, ruft er Sie gleich an. Herr Köster, hören Sie. In meiner Nachttischschublade liegt eine Injektionsspritze. Sie haben doch gesagt, das Gift wurde mit einer Injektionsspritze in das Konfekt gespritzt. Nein, ich weiß nicht, wie das Ding da reingekommen ist. Aber eins weiß ich, wenn das so weitergeht, ich werde verrückt. Entschuldigen Sie bitte, Herr Köster, aber ich muss es Ihnen doch gleich sagen, damit es nicht heißt, ich hätte die Spritze in die Lade gelegt. Ja, Ihr Assistent hat die Lade durchsucht. Das wissen Sie doch. Sie erinnern sich, Herr Köster, ja? Sie erinnern sich gut. Herr Köster, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr.
Passen Sie auf, Frau Lanzello. Machen Sie die Nachttischschublade zu und vergessen Sie, was Sie gesehen haben. Wann müssen Sie morgen früh im Büro sein? Gut, ich bin eine halbe Stunde vorher bei Ihnen, ja? Und jetzt schlafen Sie schön. Gute Nacht. Guten Tag, Frau Mathisen. Ich habe auf Sie gewartet. Ist alles schon da? Wir waren verabredet. Ihre Freundin kommt doch nie in der Mittagspause nach Hause. Was haben Sie denn heute mitgebracht? Was soll ich denn mitgebracht haben? Was meinen Sie? Ich wüsste gern, was in Ihrer Handtasche ist. Darf ich? Was soll denn drin sein? Nichts ist drin. Das meine ich. Das habe ich mir gekauft, weil ich keine Zeit habe, etwas zu essen. Ach, wenn Sie Hunger haben, müssen Sie Pralinen. Jetzt glauben Sie natürlich, die sind vergiftet. Lassen Sie mich los! Nein! Erst wenn Sie vernünftig sind! Ich bin vernünftig. Ganz vernünftig. Sie haben Alex Bergemann geliebt, nicht wahr? Sie hat ihn nicht umgebracht. Nein!